Ich hatte letzte Nacht einen Traum. Und der war sehr, sehr unangenehm. Ich habe vom Sterben geträumt. Ich bin gestorben, ich war tot. Und dann war ich, die Welt, in der ich dann ankam, war genau wie unsere hier. Und dort gab es, war alles auch in Räume geteilt. Ja, so wie in Zimmer. Also da waren auch die alten Leute und die jungen Leute. Und es gab auch sowas wie einen Bahnhof, eine Ankunftsstation, wo die frisch Gestorbenen angekommen sind. Und ich war dort und habe erstmal mit einem alten Schulfreund erstmal Ecstasy genommen. Und ich fühlte mich wirklich unwohl. Das soll es gewesen sein. Das war echt Horror. Es war so leer und so hoffnungslos. Und ich fühlte aber auch gleichzeitig da irgendwo da mittendrin so eine Liebe. Eine große Liebe, die Liebe von Gott und von Göttin. Aber irgendwie war es aussichtslos, es war so, es war wie diese Welt, es war voll, boah, da will ich auf jeden Fall nicht hin. Aber dann so in meinem Aufwachen kam mir die Idee. Und zwar, ich erträume mir einfach, wie es weitergeht. Ja, ich erträume es mir. Also bin ich dort, ja, gestorben. Und ich lege mich hin und schließe meine Augen. Und dann lasse ich mich von diesem Gefühl, was ich da fühle, gefühlt habe, diese Liebe, von der lasse ich mich berühren. Und ich folge dieser Liebe. Ich lasse mich davon berühren und einhüllen und hier im Meer, lasse mich davon berühren. Und so liege ich da. Die Liebe wird größer und größer. Und ich merke, wie ich leichter werde und leichter und die Liebe ergreift mich voll. Und es ist ein großes Gefühl, kaum in Worte zu beschreiben. Aber ihr kennt das sicher. Und dieses große Gefühl von Liebe habe ich zugelassen und es wurde immer mehr und ich wurde irgendwann immer mehr zu der Liebe. Am Anfang war es nur ein bisschen und dann wurde es aber immer mehr und ich wurde zu der Liebe. Diese Liebe, die eine Energie ist, die so fühlbar ist. Und meine Entscheidung hat mich dazu gebracht, diese Liebe noch mehr zu fühlen. Und es wurde mehr und mehr und mehr und wird mehr und mehr und ich fühle einen leichten Windhauch um mich. Aber ich habe meine Augen noch geschlossen. Aber ich fühle da was. Ich fühle, da ist mehr. Da ist wie ein Prickeln. Dieser Windhauch fühlt sich an wie verschiedene Energien, die um mich drum herum sind, und ich fühle dieses Lächeln, dieses Lachen. Und dann öffne ich in dieser Liebe, in dieser Berührung, öffne ich meine Augen. Da bin ich. Da bin ich dort in diesem Himmel.
es leuchtet und bewegt sich. Es ist ein unaussprechlicher Spaß. Es ist eine Schönheit, die so lebendig ist. Zuerst sehe ich nur Farben. Farben. Sprudelnde Farben. Prickelnde Farben. Zart, ganz zart. Und doch so stark in sich, so, ja, vielleicht sowas wie selbstbewusst. Und diese Farben nehmen immer mehr Kontur an. Und ich sehe so Bäume. Obstbäume. Und eine große Pappel. Oh, ihre Blätter, ihre Blätter sind so zwirbeln, so. Und die wispern so, dieses Geräusch und das gleichzeitig auch ein Klingen, so ein. Es ist schwer mit Worten zu beschreiben. Aber ich versuche das Gefühl rüberzubringen in meinen Worten. Dann sehe ich Figuren, aus diesen Farbschleiern werden Figuren und ich erlaube mir immer mehr anzukommen und ich fühle immer noch diese starke Liebe, die so voller Freude ist, die so voller Authentizität ist und diese Figuren tanzen und lächeln mich an. Ich fühle, wie alles die Arme geöffnet hat zu mir. Alles, die Bäume, die Figuren, die Wesen. Ja, der ganze Boden, der ist wie so ähnlich wie eine Wiese, nur voll leuchtend, Regenbogenfarben und noch mehr Farben, die ich gar nicht beschreiben kann. Farben in den Farben, prickelnd. Und alles heißt mich willkommen, alles umarmt mich. Und ich öffne genauso meine Arme weit. Ich lasse mich ganz und gar in diese Energien, in dieses Leben dort eintauchen und dieses Leben taucht in mich hinein. Und dieses Willkommensein ist in mir und ich fühle mich so wohl. Es ist so schön. Oh, und ich, jetzt fühle ich in allem meine Seele. Ich kann sie sogar sehen, in allem. Ich fühle ihre wunderschöne Traurigkeit. Oh, ihre stille Freude, ihre Ekstase. Oh. Boah, so eine Künstlerin. Boah. Ich fühle meine Guides, meine Engel, mein höheres Selbst, da, dieses Licht, es nimmt Gestalt an, für mich eine Gestalt, mit der ich was anfangen kann, mein Mind, eine
Figur, eine kristalline Figur und diese Hallo. Und meine Freunde, die sind da. Gott und Göttin, so deutlich, so direkt. Jetzt bin ich angekommen. Und so setze ich mich hin dort mit meiner Seele und meinem höheren Selbst und meinen Freunden, meinen Guides, meinen Engeln und verweile, komme an. In diesem Moment ist es Zeit, hierher in meinen Körper zurückzukommen, in meine Welt, auf die Erde. Und ich fühle all dies in mir, in meinen Poren, in meinen Zellen. Oh, yes, in meinem Herzen. Ich komme wieder hier an. So fühlt es sich für mich besser an, hier zu gehen, also zu sterben und dort anzukommen, mit meinen Freunden, mit meinem höheren Selbst, in den Arm von der Göttin. So fühlt es sich gut an. Das war eine gute Lehre für mich, eine gute Botschaft, besser gesagt, den Traum einfach weiter zu träumen, ganz bewusst, denn ich habe die Wahl. Und ich habe gewählt, wie es weitergeht. Und deswegen habe ich auch dieses Video gemacht, diese Aufnahme. Weil ich dachte, ich möchte dich inspirieren, auch zu wählen, weiter, immer weiter zu wählen. Wir wählen ja jeden Moment, aber bewusst zu wählen, wohin wir gehen, weil diese Zeit, in der wir leben, 2020, heute ist der 27.12. und es ist viel Sterben dieses Jahr gewesen. Und damit meine ich nicht nur die Menschen um uns herum, sondern ich meine auch selbst. Ich selbst bin auch in vielen Teilen neu gestorben, sozusagen Dinge losgelassen, viele, viele Dinge an mir. Und ich bin immer noch dabei. Und dieser Traum war ein Aspekt davon, hat mir das gezeigt, dass ich die Wahl habe. Also, in diesem Sinne, schönen Sonntag und ein schönes Leben. Yeah.